Schönen guten Abend. Danke für die Einladung und die einleitenden Worte. Wie ich hier angekommen bin, habe ich erfahren, dass Sie vor einem Jahr einen Vortrag über Mikrobiom gehört haben. Da haben wir gedacht, das ist ein bisschen zu spät, weil ich natürlich Ihnen über genau diese Geschichte, die so ein bisschen mein Steckenpferd ist, auch etwas erzählen will. Jetzt wäre meine Frage, wer von Ihnen war denn vor einem Jahr genau hier und hat sich diesen Vortrag über Mikrobiom angehört? Ja, das ist nicht mal die Hälfte, da habe ich ein Glück gehabt. Ansonsten würde ich Ihnen die anderen Aspekte sozusagen ein bisschen mehr Schwerpunkt geben. Der Titel ist vielversprechend, ich werde dieses Versprechen nicht halten können, über alle diese Folgen für Mensch und Natur zu sprechen. Ich habe es nicht mehr geschafft in einem Buch, das schon viel zu viele Seiten hat. Das ist dreimal so lang gewesen, wie damals vertraglich vereinbart gewesen ist und der Verlag hat das alles gekürzt und es geht sich nicht alles aus. Also ich hoffe, dass dann meine Nachrednerin das alles irgendwie in eine runde Form bringt, was ich jetzt nur so anreißen konnte. Und Sie haben sehr schön gesagt, es ist diese Balance von Interessen. Es ist kein Vortrag jetzt, Verteufelung des gegenwärtigen Systems, beziehungsweise vielleicht schon des Systems, aber nicht der Personen, die darin agieren. Also es ist jetzt, ich habe sehr viele Freunde in der Landwirtschaft, sowohl im biologischen Landbau als auch konventionell. Und glauben Sie mir, auch die, die konventionell wirtschaften, haben eigentlich kein Interesse. Oder die meisten davon zumindest, die darüber nachdenken, was sie tun, haben kein Interesse, teure synthetischen Input zu kaufen. Es kostet ja alles Geld und schlagt sich schlussendlich dann ja in der Rechnung wieder nieder, aber sie sind halt in dieses System reingeraten. Und nachdem ich auch Mediziner bin, habe ich sehr schnell irgendwie diese Parallelen erkannt zwischen der Medizin, die sehr oder zu einem großen Teil von der Pharmaindustrie vor sich hergetrieben wird und hier natürlich ganz klar wirtschaftliche Interessen bestehen, Dinge zu verkaufen und zu machen, und der Landwirtschaft, wo natürlich auch Nutznießer des Systems viel verkaufen an synthetischem Input. Und irgendwie hat man so das Gefühl gehabt, dann, dass irgendwie beide, nämlich die Medizin genauso wie die Landwirtschaftstreibenden, irgendwie ein bisschen da so an einem Narrativ an der Nase herumgeführt worden sind, dass wir dieses System gekommen sind, in dem wir sind. Nichts ist gut und nichts ist schlecht, wenn man es nur so einseitig betrachtet. Medikamente wie Pestizide, als Überbegriff für Herbizide, Fungizide, Insektizide, sind sehr kräftige chemische Verbindungen, die in der Lage sind, Not abzuwenden, ja, wenn sie denn da ist, ja, um vielleicht zum Beispiel eine Ernte zu retten, die ansonsten das wirtschaftliche Ende von einer Obstplantage zum Beispiel bedeuten würde, weil die Jahre sind ja doch sehr unterschiedlich, wenn man nah dran ist an der Landwirtschaft. Jedes Jahr bringt neue Risiken mit sich, die ja bei den derzeitigen Erzeugerpreisen die Leute immer wieder an die Grenze bringen. Ich habe da beim Herfahren einmal so ein kurzes Brainstorming gemacht und mir dann noch aufgeschrieben, was jetzt alles die Herausforderungen des derzeitigen Systems sind. Die meisten von Ihnen werden das natürlich verfolgt haben und kennen, sonst wären Sie ja nicht da. Sie haben alle das Schlagwort Biodiversitätsverlust, Artenschwund, Abnahme der Arten schon gehört, die einen naturnahen Lebensstil pflegen, die 30, 40 Jahre regelmäßig in der Natur sind, werden das ja selbst schon bemerkt haben, dass irgendwie weniger Vögel, weniger Insekten, dass sich sehr viel geändert hat im ländlichen Raum. Also diese Dinge möchte ich auch jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Die Bodenerosion werde ich anstreifen, auch die ganzen Probleme, die damit einhergehen, die sind natürlich die Folge von jahrzehntelanger Monokultur. Diese Bodenmüdigkeit wird versucht, Herr zu werden, indem man dann wieder mit viel Input, und der Input ist ja das, was wirklich die Kosten verursacht, an Handelsdünger, an Pestiziden, auch fossiler Energie, das darf man nicht vergessen, diese schönen großen Traktoren, die verschlucken ganz schön viel für ihre Arbeit. Und dann noch im Rahmen der Tierhaltung auch Antibiotika-Anwendung, wobei wir ja sehr strenge Gesetze grundsätzlich in diesem Bereich haben. Und etwas, was, ich bin Anthropologe als Biologe und beschäftige mich so auch ein bisschen mit der Menschheitsgeschichte im kurzen, aber auch im langen Zeiträumen und Humanökologie im Großen und Ganzen, wie hat der Mensch seine Umwelt geformt und wie wirkt diese Umwelt wieder auf den Menschen zurück. Und da muss man, wenn man dann das betrachtet, vor 100 oder 200 Jahren, das war schwarzes Gold, nicht Stallmist, also der ganze Stalldünger, das war eigentlich das um und auf als allererster Stelle, um Boden fruchtbar zu halten. Und mittlerweile ist die Gülle eigentlich zum Problemstoff geworden, anstatt dass man sagt, mit dem könnte man was anfangen. Warum? Weil hier so vieles schiefläuft. Wir das ganze Soja aus Südamerika importieren. Soja ist proteinreich, Proteine sind Aminosäuren, da ist viel Stickstoff drinnen und der Stickstoff kommt bei den Schweinen aus der Mast wieder hinten raus und wir wissen nicht, wohin mit dem ganzen Stickstoff. Sie wissen, Nitratbelastung, Grundwasser etc., ein Riesenproblem.
Und alles ist eigentlich diese Ertragsoptimierung, wobei diese Ertragsoptimierung auch so ein interessantes Narrativ ist, dass man immer dann, das haben Sie sicher schon öfters gehört, we feed the world, wir müssen die Welt ernähren, wir müssen die Welt ernähren, und ich bin dann immer provokant bei so Stammtischdiskussionen, wenn dann das so Leute immer wieder von sich geben. Es sind oft Interessensvertreter, muss man auch sagen, die dieses Wort gerne in den Mund nehmen, und ich sage dann, kannst du überhaupt selbst ernähren mit dem, was du anbaust, bevor du anfängst, die Welt zu ernähren? Ja, also ich bin eher der Meinung, Gemeinden ernähren, Menschen ernähren im direkten Umfeld und nicht die Welt dauernd ernähren zu müssen. Die Welt ernährt sich schon recht gut selbst, zumindest in den meisten Teilen. Der Großteil der Landwirte auf der Welt sind Kleinbauern mit kleinen Flächen. Das Subventionieren haben Sie angesprochen, das ist noch einmal ein Problem. Es wird Fläche belohnt und wir wollen ja eigentlich, Sie haben das Wort Nahrungsmittel gesagt, dafür bin ich schon fast gelüncht worden. Man darf nicht Nahrungsmittel sagen, es sind Lebensmittel, ja, weil Sie das unterstreichen, für was Sie da sind. Sie stehen ganz unten an der Basis unserer Bedürfnisse. Ohne Lebensmittel, ohne den gesunden Lebensmitteln ist ein vernünftiges Leben, ein glückliches Leben, ein langes Leben gar nicht möglich. Und es wird eigentlich nur der Besitz von Fläche subventioniert. Ich weiß, es gibt Ausnahmen, es gibt Säule 2 und es gibt andere Greening-Maßnahmen, aber wenn man das genau betrachtet, hat das nichts mit Biodiversität im Engeren zu tun. Ich versuche mir dann so die letzten 50 bis 100 Jahre mit Ihnen dann ein bisschen anzuschauen, wie kann es denn so weit kommen und was wäre der Ausweg für unsere Gesundheit und für die Landwirtschaft. Und das Erstaunliche dabei, da bin ich wieder der Naturwissenschaftler, der Biologe, wie toll das ist, dass die Natur dasselbe System immer wieder benutzt, wenn sich mal was durchgesetzt hat, nämlich sowohl was die Pflanzengesundheit betrifft, als auch was unsere Menschengesundheit betrifft. Und es kann ja nicht in unserem Interesse sein, dass das derzeitige System, daran sieht man es ja schon, dass einfach täglich, die Zahlen sind unterschiedlich, 7, 10, manche sagen 15 Betriebe, die Pforten für immer schließen. Bauern kommen nicht so leicht nach. Das ist, wenn das einmal zugesperrt ist, ist es vorbei und es werden weiter große Flächen dann bewirtschaftet, die das sind Landmanager, das sind Firmen, die dieses Land betreiben, die steigen ja nicht vom Traktor ab und haben mit dem Boden nichts zu tun. Und wie wichtig der Boden ist, der Mark Twain hat einmal gesagt, investieren Sie in Boden, er wird nicht mehr produziert. Ja, und das sieht man auch jetzt, der Run auf die Böden ist eröffnet, die Preise sind ja teilweise fantastisch schon. Gleichzeitig heißt es aber, versucht man sich natürlich hier mit einem legitimen Wunsch, auch hier so ein bisschen Imagewerbung zu betreiben, dieser Boden bleibt fruchtbar, verlass dich drauf, das ist schön, wenn man mal vielleicht in der Stadt wohnt und dann kurz übers Land fährt, kann man dem vielleicht was abgewinnen, wenn man sich es aber genau anschaut. Und mir ist bewusst, die Landwirtschaft in Österreich ist ganz unterschiedlich. Nicht? In den alpinen Regionen läuft es ganz anders als in der Gegend, in der ich derzeit wohne. Das ist das nördliche Niederösterreich. Das sind sehr flache, große Flächen, eigentlich die Kornkammer Österreichs. Historisch gesehen sehr fruchtbare Böden. Und derzeit schaut es so aus, dass nach jedem Starkregenereignis hier Wassererosion, diese Rillenerosion stattfindet. Das schaut so ein bisschen harmlos aus, es wird dann mit einer Egge oder einem Grubber drüber gefahren und es schaut dann wieder feingrümmelig aus und alles ist gut. Ist es aber nicht, weil wenn es dann gleich wieder regnet, verschlemmt es wieder und das Ganze ist kein lebender Boden. Und wenn man es in Zahlen betrachtet, ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter, wenn Sie da einen Millimeter oberste Humusschicht abschwemmen, dann sind es 10 Tonnen auf dem Hektar. Und in extremen Wettersituationen kann es noch viel, viel, viel mehr sein, wo es in einem Schwung das Ganze wegbläst oder wegblasen tut es auch, das ist der Wind. Hat es auch schon schwerste Autounfälle gegeben und Katastrophen durch diese Winderosion. Man glaubt gar nicht, welche Tonnen an Oberflächen Humus oder beziehungsweise fruchtbare obere Erdschicht hier verlagert wird. Das kann ganz extreme Formen annehmen, das ist auch im Weinviertel. Wenn man da drüber geht, das ist zementhart. Dieser Boden ist eigentlich erstaunlich, wie mit chemischem Input dann trotzdem grüne Pflanzen darauf zum Wachsen gebracht werden. Ja, also da sieht man die Pflugsohle durch die ständige Bearbeitung. Das ist also wirklich, da hinterlässt man keine Fußspuren, das ist überhaupt, da versinkt man nicht mehr. Ja. Eigentlich ganz erstaunlich. Ja. Und die FAO, die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, hat selbst gesagt, dass 33% der Böden in einem schlechten oder einem stark degradierten Zustand sind. Das macht natürlich, wenn man es, man könnte sagen, was interessiert uns, was global ist, aber Sie wissen ja, auch Migrationsbewegungen finden deswegen statt, weil die Leute sich nicht mehr ernähren können und unzufrieden sind in den Ländern, in denen sie zu Hause sind oder dort sind Kriege, die wieder aufgrund von Rohstoffen zum Beispiel geführt werden. Das heißt, es ist auch in unserem Interesse, dass weltweite Böden eigentlich fruchtbar bleiben sollten, damit jeder seine Lebensmittel erzeugen kann. Und das ist insbesondere, das geht irgendwie um das Eigenleben, das ist insbesondere von Bedeutung, diese Feststellung, ein Drittel der Böden, Sie sagen jetzt nicht dazu, in welchem Zeitraum das passiert ist, das schauen wir uns noch an,
ist deswegen von Bedeutung, weil über 95%, manche sagen 90%, aber 90-95% unserer Lebensmittel immer aus dem Boden kommen, immer aus der fruchtbaren obersten Erdschicht. Das sind wenige Zentimeter, die ganz unterschiedlich ausschauen können. Rechts so ein stark degradierter Boden mit teilweise Humusgehalt von 1-2% noch und ganz links davon ein schön feinkrümeliger, lebend verbauter Boden, feine Wurzeln, viel Bakterien leben und Mikroben leben drinnen, Pilze drinnen, mit bis zu 10% Humusanteil. Ja, das sind die fruchtbaren Böden und die muss man schonen und pflegen, weil sie das Kapital sind. In dem Zusammenhang, aber das kann ich jetzt nicht ausführen, ist natürlich das Problem Pacht auch anzusprechen. Ja? Weil wenn Sie Böden pachten und das sind bis zu 50% der genutzten Böden gepachtet, dann werden Sie nicht Wert drauf legen, weil der Pachtvertrag am Ende des Jahres vielleicht wieder an den anderen geht. Und dieses Boden aufbauen, Boden gut behandeln, das ist eine Investition in die nächsten Jahrzehnte bis nächsten Generationen, wenn man Grund besitzt. Tut man das nicht, warum soll ich einen Boden gut behandeln, dass dann nächstes Jahr wer anderer was davon hat? Weil natürlich bodenschonendes Landwirtschaft betreiben immer mit einer gewissen Ertragsminderung verbunden ist. Es ist nicht unbekannt, dass die biologische Landwirtschaft geringere Erträge hat, in den meisten Kulturen, nicht in allen, als die konventionelle Landwirtschaft. Es sei denn, es sind schlechte Jahre, extreme Trockenheit, dann sind die Erträge eigentlich fast gleich und wir können annehmen, dass das immer häufiger kommt. Auch beunruhigend ist, dass auf diesen Flächen Monokulturen weltweit über 60% der benötigten Kalorien, also ich rede jetzt mal von der Kalorisierung, dass man überhaupt einmal überleben kann, aus drei Getreidesorten, also Weizen, Mais und Reis, gewonnen werden. Ja? Von Hunderten bis Tausenden verschiedenen Lebensmitteln, die man eigentlich zu sich nehmen könnte, werden über die Hälfte, und wenn sie dann Soja noch dazu nehmen und ein paar andere so häufig flächenhaft angebaute Lebensmittel, dann sind sie bei 80% der Kalorien. Also sehr wenig eigentlich Vielfalt. Und die Zeitachse ist mir ganz wichtig, wenn Sie sich das unten anschauen. Die Hektarerträge, die waren von 1850 bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts relativ konstant, gering ansteigend, hat sich natürlich auch ein bisschen was verbessert in der Technik, aber das war eigentlich sehr harmlos, bei 2 Tonnen pro Hektar. Und dann, irgendwann der 60er Jahre, sind diese Hektarerträge massiv hinaufgegangen. Das war hier in den 60er Jahren, spricht man von der sogenannten grünen Revolution. Da sind dann die verschiedensten Pestizide auf den Markt gekommen oder groß angepriesen worden, synthetische Dünger oder Handelsdünger, plus natürlich auch die züchterischen, verbesserten, ertragreicheren Sorten dazugekommen. Und ja, da ist es losgegangen in den 50er, 60er Jahren und diese Kurve wird uns jetzt verfolgen. Es sind eigentlich immer diese Kurven, die ab 1950, dann spätestens ab 1970 an Fahrt aufnehmen und steil nach oben gehen. Und das ist etwas beunruhigend, weil wir ja wissen, dass wir heute schon den Weltressourcenausnutzungstag irgendwo in der Mitte, kurz nach der Mitte des Jahres haben. Ein Punkt, den fast niemand beachtet. Lustigerweise, ich habe unlängst eine Kolumne von einem Börsen, früher hätte man gesagt Spekulanten, so einem Investor in Nature, in der Fachzeitschrift gelesen, der hat sich irgendwie darüber mokiert, dass sich niemand darüber aufregt, dass die Weltreserven vor allem von Phosphat und von Kalium irgendwie bald zur Neige gehen werden. Und das derzeitige System der großflächigen konventionellen Landwirtschaft, also basiert auf dem Input. Pflanzen können ohne Phosphat nicht wachsen, ohne Kalium nicht wachsen und ohne Stickstoff nicht wachsen. Stickstoff ist weniger ein Problem, weil der zwar mit sehr viel Energie, aber aus dem Luftstickstoff gewonnen wird. Er ist halt ein Problem, als wenn er dann entweder aus dem Schweinedarm wieder hinten rauskommt oder wenn einfach zu viel Stickstoff auf die Felder aufgebracht wird, der nicht im Boden aufgenommen wird und dann im Grundwasser landet. Problematisch sind eher diese Geschichten, nicht? Also Phosphatgestein kommt zwar weltweit vor, aber konzentriert kommt es nur in ganz wenigen Orten vor. Das größte weltweite Vorkommen ist in Marokko, ein bisschen was in China und dann verteilt sich das nur mehr in wenigen Prozentbereichen auf andere Lagerstätten. Das heißt, wenn das verbraucht ist und da verhält sich es wie mit dem Erdöl, keiner kann sagen, wann die maximale Förderquote erreicht ist und wann es wieder teurer wird, das dann zu fördern oder wann es überhaupt aus ist. Aber es wird immer schwieriger, das zu bekommen. Genauso Kalium, das wird im Tagebau, das wird im Untertagebau abgebaut und die Schätzungen sind ganz unterschiedlich. Ich weiß es natürlich auch nicht, aber es wird immer teurer, das zu fördern. Und es ist eher die Frage nicht ob, das ist klar, dass das irgendwann zu Ende sein wird, dass man das abbauen kann, sondern eher wann. Und irgendwann in den nächsten 1, 2, 3 Generationen wird das schlagend. Ja, wird das immer teurer, dass man das einfach nicht mehr gewinnbringend aus dem Boden Lebensmittel erzeugen kann. Das sind ja jetzt schon die Deckungsbeitrags
wenn Sie so eine Deckungsbeitragsrechnung machen in der Landwirtschaft, ein Hektar mit Weizen anbauen, dann verdient der Bauer vor Steuern und allen anderen Ausgaben und Sozialversicherung 150, 170 Euro ja, für Hektar. Also 10.000 Quadratmeter, allerdings für 7 Arbeitsstunden im Jahr. Das ist eines der größten Probleme, niemand spricht darüber. Keine Ahnung warum. Kann ich die Antwort noch nicht liefern, warum man darüber nicht redet, aber es ist einfach, wir verlagern den über Jahrmillionen im Boden entstandenen Phosphat, das Phosphatgestein auf die Äcker, dann wird was angebaut, wir essen das, wir scheiden Phosphat über die Niere aus, das geht ins Wasser und geht in die Weltmeere und dort braucht es wieder ein paar Milliarden Jahre, bis dort wieder Phosphatlagerstätten entstehen. Wir müssen irgendwas recyceln, sonst wird es nicht gehen. Gut. Sie sehen diese Kurve, the Great Acceleration, auch alles, was so irgendwo in der Mitte des letzten Jahrhunderts begonnen hat, es ist wurscht, ob es Papierverbrauch ist, Wasserverbrauch ist, internationaler Tourismus, Fast Food, das ist nur Pass pro Toto, das ist egal, aber was Sie hier einsetzen wollen, fast alles, was eben mit unserer zunehmenden Population, Bevölkerung einhergeht, geht mit Wirtschaft einher, geht mit Wasserverbrauch einher, geht mit Düngemittelverbrauch einher und das in einer endlichen Welt. Noch einmal, ich bin überhaupt nicht jemand, der hier alarmistisch auftritt, nur das sind Exponentialkurven und Exponentialkurven, das sehen wir auch jetzt, wenn man sich ein bisschen die Berichterstattung anschaut, wie schnell sich etwas verdoppelt. Nicht? Wenn sich etwas in einem Tag verdoppelt, dann war es am Vortag noch halb so viel, zum Beispiel Intensivbetten. Ja? Also wenn jetzt nur die Hälfte ausgelastet ist, dann kann es sein, dass es plötzlich doppelt so viel sind, dann sind alle ausgelastet an einem Tag später. Das sind Exponentialfunktionen, die wir irgendwie in unserem linearen Denken nicht so drin haben. Es gab um die Jahrtausendwende, damals unter Kofi Annan, das Millennium Ecosystem Assessment und man hat dann über 1000 Wissenschaftler gebeten, die Ökosysteme der Erde mal zu erfassen, zu qualifizieren, quantifizieren, um zu schauen, wie schaut es denn überhaupt aus. Es wird ja viel publiziert und da kam man, das sind mehrere tausend Seiten lang, sind mehrere Volumes da, aber so als eine knackige Synthese ist, dass der Mensch in den letzten 50 Jahren, das ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre her, in den letzten 50 Jahren die Welt, die Ökosysteme nachhaltiger verändert hat, als in der gesamten Menschheitsgeschichte zuvor. Das ist doch eine ziemlich heftige Geschichte in so kurzer Zeit. Die Folge ist weitgehend irreversibler Verlust der Biodiversität, ich weiß nicht, ob er weitgehend irreversibel ist, aber er ist besorgniserregend, sagen wir es mal so. Die andere Folge, die hier nicht steht, das ist weitgehender Wohlstand für uns alle, für den Großteil der Weltbevölkerung. Es stimmt auch, es gibt ja so einige Bücher, die das sozusagen zum Thema gemacht haben, es geht uns eigentlich allen viel besser. Nicht? Also die Kindersterblichkeit ist weniger und. Es kommt aber alles zu einem Preis. Und jetzt gibt es große Länder wie Indien und China, die ja auch teilhaben wollen und das nachholen, was wir über Jahrzehnte gebraucht haben, machen die in kürzester Zeit, wurscht, was es jetzt ist, Auto anschaffen, westlicher Lebensstil, betonieren, alles, was halt vielleicht nicht so günstig ist, aber verbieten können wir es ihnen natürlich nicht. Ein kleiner Sprung, auch das betrifft Länder wie Indien und China besonders, weil wir es dort in Echtzeit sehen, wie schnell diese Krankheiten zunehmen. Die sogenannten nicht übertragbaren Krankheiten, das ist das, was wir als Zivilisationskrankheiten oder degenerative chronische Erkrankungen oft beschreiben und die WHO bezeichnet das als eine Katastrophe in Zeitlupentempo und deswegen habe ich das Buch auch das leise Sterben genannt, man könnte es auch langsam oder sonst oder verborgen nennen, weil wir es hier überall, Bodendegradierung, diese Gesundheitsverschlechterungszustand oder diese Veränderung des Krankheitsmusters in der Bevölkerung, in der Weltbevölkerung über Jahrzehnte passiert und unbemerkt passiert. Es geht so langsam. Wir haben alle paar Jahre wieder ein neues Normal. Im Englischen sagt man Shifting Baselines und man geht die nächste Generation geht von dem dann wieder als normal aus. Aber es ist nicht normal. Man muss größere Zeiträume betrachten. Das wollen wir dann tun. Die Ursachen hat die WHO als einfach inhalativer Tabakrauch, übermäßiger Alkoholkonsum, ungesunde Ernährung und physische Inaktivität bezeichnet. Das klingt alles so einfach, aber Tatsache ist, dass über Zwischenwege und im Gesamtnetz das alles zusammenhängt. Dass man nicht saufen und rauchen soll, Ende nie, das weiß jeder. Dass man zu viel herumsitzen, wissen wir auch. Aber wie schaut es jetzt mit der Ernährung aus? Insbesondere, weil ja die Welt voller Diätbücher ist, voller Ernährungsgurus und alle haben eine eigene Vorstellung von der richtigen Ernährung. Ich will Ihnen heute keine Diät verkaufen, aber wir sollten uns das mal anschauen. Ohne im Detail darauf eingehen zu wollen, unter diesen nicht übertragbaren Krankheiten finden wir alle diese klassischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, alles was mit Übergewicht und Diabetes zu tun hat, Typ-2-Diabetes, Fettleber, vor allem auch schon bei sehr jugendlichen Personen. Bei Kindern finden wir Fettleber, die saufen gar nicht und haben es trotzdem, die Frage ist warum. Alles was das Immunsystem betrifft, Autoimmunerkrankungen, neurologische Zustandsbilder, Parkinson, Alzheimer, Demenz, Aufmerksamkeitsdefizit, Autismus-Spektrum-Störungen zum Beispiel.
unheimlich viel Verschiedenes, die ganzen Allergien, Asthma und so weiter. Alle Magen-Darm-Erkrankungen oder viele davon, die so diffus sind, wo man sagt, eigentlich wissen wir nicht, wir haben schon ein paar Medikamente, die irgendwie wirken, aber eigentlich nur, weil sie brutal wirken, haben wieder Nebenwirkungen und woher sie kommen, wissen wir nicht. Unverträglichkeiten und so weiter und so fort. Sie wissen, das ist ein Riesenthema, die Regale mit Gluten frei und so weiter sind riesengroß, jeder hat plötzlich sowas, bis hin zu vielen Formen des Krebses, wo wirklich der größte Risikofaktor einfach das Übergewicht ist bei sehr vielen Krebsarten. Das erhöht das Risiko, Krebs zu bekommen. Und etwas, worauf ich jetzt nicht eingehen kann, aber was auffällt, ist, über die letzten Jahrzehnte hat auch die Fertilität, die männliche Fertilität rapide abgenommen, über recht kurze Zeiträume eigentlich, was man eben über Spermiogramme feststellen kann. Hat was mit Hormonen zu tun, wir werden uns das noch kurz anschauen. Auch hier wieder diese Kurve, die ansteigt ab den 50er Jahren, hier ist es die USA, die hat irgendwie so ein super Beispiel, ist, wie das ist, wenn eine Bevölkerung sich nur mehr von Zucker und unraffinierten, also von hochraffinierten Kohlenhydraten wie eben Weißmehlprodukten ernährt und hier Typ-2-Diabetes relativer Anteil bekommen. Hier die ersten Ernährungsempfehlungen, die dann in der Folge immer wieder aufgetreten sind, in Form von Pyramiden mit so und so viel Portionen Reis, Butter und Pasta, Nudeln und so, was man nicht darf und so weiter. Fett ist ganz böse. Und trotzdem hat es zugenommen. Also irgendwie hat das Public Health, also das Epidemiologische in den Griff kriegen von dieser immer kranker werdenden Bevölkerung nicht gefruchtet. Eine ähnliche Darstellung, hier jetzt die globale Diabetesprävalenz in diesem blauen Histogramm und zeitgleich andere Dinge, die zunehmen. Es nimmt ja praktisch alles zu. Sie haben ja gesehen, die Kurven können sich alle übereinander legen und alles schaut gleich aus. In der Wissenschaft ist aber Korrelation nicht zwingend oder in der Regel eigentlich nicht das Gleiche wie kausale Verknüpfung. Das ist die Ursache. Dinge treten halt nur einmal gleichzeitig auf. Auch die Anzahl der Fernseher pro Haushalt hat in dem Zeitraum wahrscheinlich dieselbe Kurve oder sonst irgendwas. Aber ganz interessant, Pestizidverbrauch hier in diesem Bereich, der natürlich über Lebensmittel zu uns kommt, Plastikmüll, Plastik, Mikroplastik etc., Elektronikschrott geht auch hinauf, Lebensmittelzusatzstoffe, die hinaufgehen, oft etwas, was wir als harmlos bezeichnen, Emulgatoren, Farbstoffe, künstliche Süßstoffe etc. Hängt jetzt was zusammen oder nicht, wir können eigentlich nur schauen. Interessant ist, dass bei Pestiziden und bei Elektronikschrott auch so gewisse Flammschutzmittel drinnen sind, die, und das ist das vielleicht das Erste, was man mitnehmen sollte als Begriff von heute, als endokrine Disruptoren klassifiziert werden. Nicht alle, aber viele. Die Liste wird immer länger. Endokrine Disruptoren sind chemische Verbindungen. Sie sehen da verschiedene Herkünfte von so einfach Moleküle, die können auch durchaus aus der Natur direkt kommen, die hormonelle Wirkung haben. Aber eben auch aufgebracht werden als Pestizide, als Flammschutzmittel und so weiter, als Weichmacher, von denen wir wissen, dass sie wirken, und zwar nicht zwingend nach einem Dosis-Wirkungsprinzip. Das heißt, je mehr sie davon aufnehmen, je schlimmer ist es, sondern, nicht richtig jetzt der Vergleich, aber fast homöopathisch. Ja? Manche wirken besonders gut auf Hormonrezeptoren, wenn sie in geringer Konzentration da sind. Problem: Zum Beispiel Pestizide werden bei ihrer Zulassung, aber auch viele andere chemische Verbindungen werden bei Zulassung nicht auf endokrin-disruptives Potenzial untersucht. Das ist eine extrem schwierige Wissenschaft, weil sie kaum unbelastete Vergleichspersonen weltweit mehr finden, weil wir alle, weil wir alle schon irgendwo das in uns haben. Ja, es ist nur eine Frage der Sensitivität, der Nachweisbarkeit. Besonders betroffen halt Prozesse in der Entwicklung, die besonders hormonell gesteuert sind, eben embryonal-fetale Entwicklung und die Entwicklungen bis zur Pubertät wirkt natürlich später auch. Und wichtig ist hier die Wirkung eigentlich über Jahrzehnte, ein ganzes Leben lang, denen wir da exponiert sind. Das heißt nicht, dass man automatisch gleich krank wird, aber das ist eine Wissenschaft, die sozusagen jetzt erst an Fahrt aufnimmt. Draufgekommen ist man, weil man in Gewässern plötzlich Alligatoren gefunden hat, die sich nicht mehr paaren konnten, weil die plötzlich ihre Geschlechtsorgane, Identität so ein bisschen anders ausgeschaut haben, über diese nach Umweltkatastrophen ins Wasser gelangten Substanzen. Also das ist einmal ein Punkt. Ich bin ja nicht ganz zufrieden, wenn man immer sagt, die Landwirtschaft, das ist die gesamte Lebensmittelindustrie. Also nicht nur der Primärproduzent, sondern auch das, was dann daraus gemacht wird, ist problematisch. Ja, man muss das also ganz sehen, auch was die Emissionen betrifft und so weiter. Und viele dieser chronischen Krankheiten haben noch etwas gemeinsam. Sie haben, oder viele davon, nicht alle, aber viele davon, kommt man drauf, sind assoziiert mit einer chronisch niederschwellig dahinköchelnden Entzündung im Körper.
Das ist nicht die Entzündung, die Sie haben, wenn Sie einen roten Finger haben, weil sich da irgendwas entzündet, Heilungsprozess etc. Das ist eine sinnvolle Einrichtung, Reaktion, diese Entzündung, sondern das ist eine stetig vorhandene. Sie sehen es da, das ist jetzt schon einige Jahre her, am Titelseite von der Times, also Herz-Kreislauf, also die ganzen Gefäßgeschichten, Krebs, Alzheimer, Demenz und viele andere Krankheiten, wissen wir jetzt, irgendwie sind die alle chronisch entzündet. Und der Sitz dieser chronischen Entzündung ist dieses intestinale Bauchfett, dieses Bauchfett, das sich hier um die Darmschlingen befindet. Das ist hormonell aktiv, wie fast ein eigenes endokrin aktives Organ, im Unterschied zu dem eher harmlosen Fett, das in unserer Haut, unter der Haut sitzt. Wiewohl der Darm insgesamt hier eine interessante Rolle spielt. Nur der Vollständigkeit halber soll erwähnt sein, dass natürlich eben dieses krankhafte Übergewicht, das ist zum Beispiel Mexiko, aber viele andere Länder auch, genau die Krankheiten auch mit sich bringt, sekundär, die diese Risikofaktoren wieder für jetzt, für diese Anfälligkeit im Rahmen von SARS-CoV-2 darstellt. Aber das wird die nächste andere Spillover-Epidemie wird auch wieder kommen. Es ist insgesamt so, dass man halt eine schlechtere Abwehr hat bei solchen Infektionskrankheiten. Wieder ein kleiner Sprung, wenn man ein bisschen auf die Zeitachse schaut und ich auf die Uhr, damit ich rechtzeitig da fertig werde, können Sie mir aufzeigen, wann Sie wollen, dass ich aufhöre. Weil wenn ich mal drin bin, dann dauert das länger. Ganz andere Zeiträume, ja, das so betrachten die meisten die Umwelt oder das Leben nicht, aber die Evolution hat das eben, da müssen wir zurückschauen, Beginn des Lebens vor über 3,5 Milliarden Jahren, die Prokaryoten, diese primitiven Einzeller, zu denen wir auch die Bakterien zählen, wie lange es die schon gibt, das muss man immer im Hinterkopf bewahren, die haben fast alle Winkeln und Nischen oder eigentlich alle Nischen und Winkeln dieser Erde besiedelt und wunderbare Überlebensstrategien entwickelt. Dann war immer die Photosynthese mit dabei, dass der Sauerstoff in der Atmosphäre angestiegen ist, dann die ersten Zellen von dem Typ, von dem auch unsere Körperzellen sind, die haben sich dann zu mehrzelligen Organismen gefunden und Pilze, die Pilze lange Zeit zusammen mit den Pflanzen und den Bakterien eine Koevolution gehabt, sich gegenseitig beeinflusst und irgendwann vor über 1 Million Jahren kommen dann, vor 100 Millionen Jahren kommen dann die ersten Säugetiere, Prototypen, die noch lange nichts mit den Menschen zu tun haben. Deswegen müssen wir hier die Zeitskala ändern. Vom Homo sapiens sprechen wir, basierend auf den Funden, die wir derzeit haben, von circa 300.000 Jahren, dass er sozusagen Anführungszeichen die Bühne betreten hat, mit allen anderen Homo-Vorgängern und anderen Hominiden, die davor noch kamen. Es geht ja auch wieder hier in Jahrmillionen und selbst die sind ja wieder entstanden aus anderen Wirbeltieren. Irgendwann dann vor 100.000 Jahren in etwa diese Radiation von Nordostafrika in die ganze Welt und dann vor 10.000 Jahren, 11.000 Jahren am Ende der letzten Eiszeit der Beginn der Landwirtschaft in dem Gebiet fruchtbarer Halbmond, Nahe Osten, das ist Zweistromland, Anatolien, Euphrat, Tigris, wo jetzt Irak ist, in der Gegend wahrscheinlich. Und wenn wir uns das dann anschauen, jetzt sind wir schon wirklich in einem anderen Maßstab, dann sehen wir, hier hat es erst begonnen, diese massive Extraktion. Und deswegen ist es durchaus verständlich, wenn dieses Millennium Ecosystem Assessment zu dem Schluss kommt, dass wir in 50 Jahren mehr verändert haben als in der gesamten Menschheitsgeschichte zuvor. Da war nicht viel los, da waren wir relativ in Kreislaufwirtschaften eingebunden, beziehungsweise hat man halt von der Hand in den Mund gelebt als Jäger und Sammler bis zum Beginn dieser Landwirtschaft. Das war ja auch eher ein Prozess, aber ist natürlich der Grund, warum wir zum Mond fliegen, unter Anführungszeichen, oder Elektroautos fahren. Sonst wäre das ja nicht möglich gewesen, wenn sie sich alle täglich mit ihrer Subsistenz beschäftigen müssten. Und wenn man es dann in Generationen anschaut, und das finde ich dann für viele dann wieder so extrem, ja, Blickwinkel verändernd, das war vor 2 bis 3 Generationen, wenn wir die Generationsdauer mit 25 Jahren veranschlagen, haben wir dieses System so hochgefahren, dass es fast an die Wand fährt. Und vor 80 Generationen Christi Geburt und vor ein bisschen weniger als 400 Generationen in unseren Breiten war es ja nicht vor 10.000 Jahren, sondern ist ein bisschen später gekommen, vor 7.000, 8.000 Jahren, vor Generationen Aufnahme dieses sesshaften Lebensstils mit Gründung von Städten, Landwirtschaft, Verteidigungswellen, Auseinandersetzungen um Hab und Gut und Land, Abhängigkeit von Ernten, Ernteausfällen etc. Das hat es bis dahin nicht gegeben. Das ist also alles noch nicht so lang her, zumindest aus anthropologischen Zeiträumen betrachtet. Ein Ding, das eben so ein, wie sagt man auf Neudeutsch, Game Changer ist, ist die Möglichkeit, dass wir über molekularbiologische Analysen plötzlich Lebewesen erstens einmal einen universellen Stammbaum-Ding festmachen können, dass wir sehen, dass alles Leben auf dieser Erde miteinander verbunden ist. Ja, das ist zumindest die gegenwärtige Auffassung von dieser Sache.
dass das Bakterienreich viel größer ist als gedacht. Jetzt wissen wir, dass wir ungefähr erst 1% wahrscheinlich der Bakterienarten, die es gibt, überhaupt mal klassifiziert haben, weil wir damit Bakterien sichtbar machen können, die wir weder im Labor züchten können, noch unter dem Mikroskop sehen können. Und auf einmal kann man das analysieren. In den letzten 10, 15 Jahren ist das so richtig losgegangen, weil es günstiger geworden ist. Und dann ist man draufgekommen, es ist eigentlich irre, wo es überall lebt und wie viel das ist. Und da möchte ich jetzt hin. Der Mensch besteht aus 30 Billionen Körperzellen, ist eine Schätzung. Wenn man dann sagt, okay, wie viele Mikroben hat er denn so ungefähr in und auf sich, kommt man drauf, das ist wirklich so der letzte Stand. Früher hat man noch geglaubt, das ist viel mehr, aus etwas mehr Bakterienzellen. Das heißt, rein zahlenmäßig sind sie weniger als 50% sie selbst. Und das Ganze wird noch viel spannender, wenn man dann noch sagt, da gibt es noch Viren dazu, da gibt es noch Pilze dazu, da gibt es noch Mikroorganismen aller Art bis hin zu größeren Parasiten, alles dazu, hups, das hupft so. Wenn wir es jetzt auf genetischer Ebene anschauen, nicht? Also dieses Human Genome Project, das jetzt schon vor einiger Zeit komplettiert wurde, ist in Deutschland ausgefallen mit 20.000 bis 23.000 Genen, die bei uns nachgewiesen sind. Man hat glaubt, man kann viele Krankheiten dadurch behandeln oder besser verstehen, bei manchen war es so, bei vielen nicht. Ist nicht viel, ja? Und ist eigentlich fix, können Sie nicht viel ändern, ein bisschen kann man es ändern über die Epigenetik, warum Gene abgelesen werden und nicht, da hilft die Zwillingsforschung, warum die nicht gleiche Krankheiten bekommen, aber das ist doch relativ in Stein gemeißelt, wogegen hier diese Bakterien, die zusammen weit über wahrscheinlich 1 Million Gene haben, und Gene sind ja die Basis für Stoffwechselpotenzial, was die alles tun können, produzieren können, umwandeln können, das ist erstaunlich, und dazu kommt, dass diese Ausstattung, diese genetische, die alle sie in und auf sich tragen, die kann man ändern. Über den Lebensstil. Und die ist gleichzeitig hochsensibel, also nicht die DNA, sondern die Träger, die Organismen, gegenüber Umweltchemikalien zum Beispiel. Harmlosen Dingen eigentlich. Ja. Wenn Sie das nächste Mal in den Spiegel schauen, sollten Sie sagen, Sie sind rein genetisch, zahlenmäßig 1% Sie selbst. Und alles andere, Ihr Körpergeruch, Ihr ganzes Wesen, Ihr Zustand, ob Sie gerade eher glücklich sind oder depressiv, ob Sie in 10 Jahren an einer Krankheit erkranken oder nicht, oder ob Ihnen heute die Gelenke wehtun, die chronischen Entzündungsprozesse, dürfte alles mit diesem Mikroben, mit die wir so salopp jetzt als Mikrobiom bezeichnen, eigentlich besser als Mikrobiota bezeichnen, verbunden. Sie sehen, das habe ich mir nicht aus die Finger gesagt, sonst hätten Sie auch nicht letztes Jahr von berufener Stelle als von mir hier einen Vortrag wahrscheinlich gehört, sondern das hat die Titelseiten auf Science und Nature geschafft, diese Tatsache, die sich anschickt, ein echter, vollkommener Paradigmenwechsel für die Naturwissenschaften und für die Medizin zu sein. Weil jetzt verstehen wir auf einmal, warum zum Beispiel die Medikamente bei mir wirken und bei Ihnen nicht. Naja, und weil Sie ein anderes Mikrobiom haben. Warum Ihnen das, die Nahrung besser gut tut als mir andere vielleicht oder umgekehrt. Hat man wissenschaftlich nachgewiesen in den letzten Jahren, dass ein und dieselbe Nahrungsmittel ganz andere Blutzucker- und Insulinprofile erzeugt, obwohl das dasselbe ist, die Leute gegessen haben. Das Geheimnis ist ein wesentlicher Punkt. Dieses Mikrobiom wiegt 1,5 Kilo, ist vorwiegend im Dickdarm verortet und macht dort allerlei gute Sachen, vor allem dann, wenn es hoch biodivers ist. Und jetzt muss ich ein bisschen auf die Tube drücken, wie es so schön heißt. Was uns Menschen dann zu einem sogenannten Metaorganismus macht, einem Holobionten, ein Gesamtlebewesen. Wir sind nicht nur wir, wie wir auf die Welt gekommen sind, sondern mit dieser Software bespielt, die im Rahmen unserer Geburt einmal die Erstbespielung hat und in den ersten 3 Lebensjahren in etwa sozusagen sich immer mehr dem dann im späteren Leben angleicht und es hier extreme Wechselwirkungen gibt zwischen unserer Art und Weise, wie wir Lebensmittel zubereiten, aufnehmen, was, wie, wo, wie oft, schon bei der Mutter beginnt, dann nach der Geburt, hat eine Wirkung aufs Mikrobiom und das wiederum sogar auf unsere Epigenetik, also ob Gene abgelesen werden oder nicht, ist absolut trending momentan, also die Publikationen überschlagen sich, jede Woche kommt was Neues raus. Nur kurz, die Bedeutung besteht einerseits im Nährstoffmetabolismus, die können Vitamine synthetisieren, die wir nicht synthetisieren können, können Lebensmittelbestandteile abbauen, die wir nicht abbauen können, halten im Grundsätzlich, haben sie ja was davon, diese mindestens 1000 verschiedenen Arten in unserem Darm haben ja was davon, unseren Organismus am Leben zu erhalten. Wir bieten ihnen ja die Nische, die sie brauchen. Die haben sozusagen sich ihre Nische konstruiert, indem sie da ihren Metaorganismus am Leben erhalten, der ihnen da drinnen feucht, schön warm, Sauerstoff abgeschlossen, ihr Milieu bietet. Die Wirtsimmunität wird geprägt, ganz wesentlich, ich habe leider nicht genug Zeit, darauf jetzt einzugehen,
Und, habe ich schon gesagt, chemische Verbindungen. Was viel interessanter ist jetzt, wenn wir von der Landwirtschaft und unseren Lebensmitteln reden, wie kann es geschädigt werden? Und es ist nicht nur die Landwirtschaft, sondern eben auch, wie Sie hier sehen, die medizinischen Geschichten und auch Lebensmittelzusatzstoffe. Dass Antibiotika Bakterien schädigen, das glaube ich, brauche ich nicht erklären, das ist ja, liegt ja auf der Hand und sie sind ja auch gute Medikamente, wenn man sie in Reserve hält. Das Problem ist nur, heutzutage will keine Pharmafirma mehr in Antibiotika Research und Development investieren, weil wir jetzt vor einem großen Problem der zunehmenden Resistenzen stehen. Das heißt, wir versuchen, Antibiotika als Reserve zu halten, nicht anzuwenden. Das ist halt für eine Pharmafirma kein gutes Geschäftsmodell, wenn sie um viel Geld ein super Antibiotikum entwickeln und dann sagt die Medizin, super, aber wir wollen es aufheben. Wir brauchen es für Notfälle in wenigen Fällen und nicht wieder in der Gießkanne. Normal wollen sie, wenn sie ein börsennotiertes Unternehmen sind, das ja dann auch verkaufen. Das ist ein bisschen also ein Interessenskonflikt. Umweltchemikalien können das schädigen. Ich sage Ihnen dann gleich auch, woher ich auf die Idee komme. Es gibt dann die Hygienehypothese, dass wir eine zu saubere Umwelt haben, zu wenig Dreck aufnehmen. Wir leben alle zugegebenermaßen in mehr Stress als noch vor 10 Jahren oder vor 50 Jahren. Infektionen können uns ebenfalls aus der Balance bringen. Dabei ist es nicht so, dass das über Nacht geschädigt wird, dieses Mikrobiom, sondern es über langsame, dauernde Prozesse verschoben wird, in seiner Art Zusammensetzung eine Dysbiose erzeugen kann. Und das eben mittlerweile kommt man drauf mit unheimlich vielen dieser zuerst genannten Krankheiten zumindest eine Teilursache drinnen besteht. Es ist frappierend, was sie machen können. Ja. Also in dieser Mikrobiomforschung sind Krankheiten mit Mikroben assoziiert, das hätte ich nie daran gedacht, dass das so ist. Sie sehen hier eine Patentanmeldung. Sie wissen, Glyphosat ist deswegen harmlos, weil es ja nicht auf Körperzellen des Menschen wirkt. Wir haben diesen Pfad nicht, der hier geschädigt wird. Bakterien haben sie schon, Pflanzen haben sie auch. Und dann ist es natürlich fraglich, wenn die Firma Glyphosat als antibiotisch wirksame Substanz patentieren lässt, dann wirkt es auch so. Und das haben Studien mittlerweile schon festgestellt, dass es eben wirklich so ist, dass dieses Glyphosat das tut. Ich habe jetzt nicht Glyphosat wieder rausgepickt, weil ich mir auf das einschießen will. Es tun viele andere chemische Substanzen und Pestizide auch. Aber weil jetzt immer so die Frage ist, macht es Krebs oder nicht, das macht nur viel was Schlimmeres. Es tut dauernd im Mikrobiom herumstirlen und irgendwelche Verschiebungen machen. Im Boden, in unserem Darm, überall ist es überall nachweisbar. Zu welchem Ausmaß, das kann ich Ihnen noch nicht sagen, das weiß ich nicht, aber in Vitro-Studien haben ergeben, dass die Pestizide plus Antibiotika zusammen Resistenzen viel schneller entwickeln lassen und in manchen Fällen sogar bis 100.000 Mal schneller. Und natürlich kommen in unserem Darm, am Acker, überall kommen Antibiotika und agrochemische Substanzen zusammen. Das passiert dauernd in unserer Umwelt. Das ganze Biom der Erde ist permanent diesen Substanzen ausgesetzt und Bakterien haben uns einiges voraus, was die Weitergabe von Genen betrifft. So, ich bin ein bisschen in Zeitverzug, deswegen werde ich das jetzt ein bisschen überspringen. Der Darm ist eben ein ganz wichtiger Punkt, aber das kann ich Ihnen jetzt aufgrund dieser fortgeschrittenen Zeit nicht in aller Ausführlichkeit bringen. Wichtig ist nur vielleicht, was hält unser Darmmikrobiom gesund und diese Schleimschicht vor allem, das sind komplexe Kohlenhydrate, wie sie unter anderem in Gemüse vorkommen, in Obst, in oder sagen wir umgekehrt, alles, was nicht schon im Dünndarm resorbiert wird, was meistens Zucker, Mehle und einfache Moleküle sind. Also so, das ist schon vor Jahrtausenden geschrieben worden, dass es eher die harte Nahrung ist, die gesunde ist und es stimmt auch so. Und wenn hier die Biodiversität abnimmt, die Schleimschicht abnimmt und das scheint unsere westliche Ernährung und diese ganze moderne Geschichte unserer Lebensweise zu tun und zusätzlich dann hier noch es zu einer Dysbiose kommt, dann brauchen nur mehr diese dichten Verbindungen zwischen diesen Darmzellen den Geist aufgeben, gibt es verschiedenste Mechanismen, warum das passieren kann, unter anderem kann es Gluten machen und dann kommen bakterielle Bestandteile in unsere Zirkulation und machen eben diese chronische niederschwellige Entzündung. Die sogenannte Darmbarriere ist undicht und es ist mit vielen Krankheiten mittlerweile verbunden. Das heißt, wir sollten darauf schauen, wie man unser Mikrobiom ernährt. Es ist ein Spektrum, es ist nicht gesund oder krank, es ist eben immer die Frage, wie stark sind die protektiven oder die schädigenden Einflüsse auf dieses Mikrobiom. Woher wissen wir, was ein richtiges Mikrobiom ist, ein gutes, wie hätte unseres mal ausschauen können, dann nimmt man sich diese Populationen, die, wie wir annehmen, einen ähnlichen Lebensstil geführt haben, wie wir es die letzten Jahrhunderttausende, wenn man nicht so sagen, Jahrmillionen gemacht haben. Unter anderem sind es die Hadza in Tansania, die noch also von der Jagd, von wilden Honig und vor allem gesammelten, meistens so Pflanzenwurzeln leben, sehr komplexe Kohlenhydrate. Die haben ein hochkomplexes Mikrobiom, wenn Sie das vergleichen, hier rot eingeringeltes Mikrobiom von zum Beispiel Italienern, die sich auch schon mittlerweile einer normalen, einfachen Ernährung widmen, wie vielfältig das ist. Ungefähr 40% verschiedener und vielfältiger ist dieses Hadza-Mikrobiom als unseres.
könnte Ihnen noch lange Geschichten erzählen, was da schon Leute auf die Idee gekommen sind, sich das selbst zu implantieren. Es scheint sich so abzuspielen, dass über einen Urbanisierungsgradient, über diese Entwicklung von unserem naturnahen, dreckbetonten, saisonalen Lebensstil, wie wir es die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte einfach hatten, über das langsame Urbanisieren, da gab es verschiedene epidemiologische Übergänge, bis hin zu unserem jetzigen absolut feindlichen Umfeld mit extrem viel Umweltchemikalien, wir offensichtlich unsere ältesten Verbündeten schrittweise verloren haben. Da gibt es sehr schöne Studien, die das zeigen, über diesen Urbanisierungsgradienten, wie diese Biodiversität im Darm abnimmt. Dass die Medizin mit Antibiotika, unkritischer Antibiotikagabe, dass selbst harmlose Nahrungsmittelzusatzstoffe wie Emulgatoren diese Darmbarriere schädigen und diese Darmvielfalt schädlich beeinträchtigen, das kommt noch dazu. Und es hat nicht nur der Darm ein Mikrobiom und der Mensch, alle mehrzelligen Lebewesen, Pflanzen wie Tiere, haben ein Mikrobiom und sind eben solche Holobionten. Und da finde ich jetzt wieder den Weg zurück in die Landwirtschaft in aller gebotener Kürze. Die Wurzeln funktionieren genauso wie unsere Darmzotten, wie unser Darm. Es geht um Oberflächenvergrößerung, unser Darm ist ungefähr 40 Quadratmeter groß, früher hat man geglaubt mehr. Die Wurzeln vergrößern das ebenfalls und Sie sehen mittlerweile schon, dass das Pflanzenmikrobiom hier in die Landwirtschaft Einzug gehalten hat, hier wissenschaftliche Monographien oder Bücher dazu. Wie schaut das aus? Die Oberfläche interessiert uns jetzt einmal nicht, weil das Interessante für fruchtbare Böden, für die Böden sowohl als auch für die Pflanzen gleichermaßen, ist diese Interaktion, die analog unseren Darmzotten zu all dem führt, nämlich Nährstoffaufnahme aus der Umgebung, Pathogenresistenz, Resilienz gegen abiotischen Stressfaktoren. Wenn die Wurzeln das tun, was unser Darm tut, nämlich Schleim produzieren, um günstige Bakterien anzulocken, dann geht es den Pflanzen gut. Sie sehen da, das ist der Schleim, das was das Blau war bei uns im Darm. Und wenn dann diese bakterielle Vielfalt hier an den Wurzeln lebt, dann geht es den Pflanzen gut, die sind schädlingsresistenter. Das wäre doch was. Wenn man jetzt sozusagen mit dieser Methode die Böden verbessern kann, wenn man mit dieser Methode gesunde Lebensmittel anbauen kann, die unser Mikrobiom sogar ernähren würden im Dickdarm und unsere Darmbarriere auch im Dünndarm aufrechterhalten könnten und gleichzeitig wir damit ökologische Biodiversität schaffen könnten, das ist eigentlich ziemlich spannend und ich habe bis jetzt noch kein Gegenargument gefunden, warum das nicht geht, es sei denn von Nutznießern des gegenwärtigen Systems, die sagen, das wäre ein Schritt zurück ins Mittelalter. Darüber kann man diskutieren. Ja, es ist sicher aufwendiger. Sie sehen also dieses System, sich Mikroben anzueignen und dann am Interface zur Umwelt maximale Nährstoffextraktion zu bekommen und dadurch resilient zu sein, das hat sich im Tierreich oder im Pflanzenreich eben durchgesetzt, auch Struktur, Darmzotte, Pflanzenwurzel, alles sehr ähnlich. Und das werde ich jetzt nicht erklären, aber das soll zeigen, das ist sozusagen die Synthese aus dem Ganzen, das sind wir Menschen mit unserem Mikrobiom und der ganzen Krankheitsbedeutung, alle Einflüsse aus unserer Umwelt dazu und das Ganze steht alles in Verbindung mit den Böden, mit den Ozeanen, mit der mikrobiellen Diversität in unserer gesamten Umgebung. Und sie können über den Wind vertragen werden und wir schädigen es permanent. In Krankenhäusern auch zu Recht. Wir nehmen Nebenwirkungen in Kauf, bevor jemand ernsthaft erkrankt oder verstirbt, kriegt man natürlich Medikamente, die auch das Mikrobiom schädigen. Die Frage ist, ob es zum Beispiel in einer Kinderheilkunde mit der Gießkanne passieren muss. Apropos Kinderheilkunde, nichts in der Biologie macht Sinn, außer im Lichte der Evolution, hat einmal der Herr Dobzhansky, ein bekannter Evolutionsbiologe, gesagt. Und in dem Zusammenhang auch muss man sich dieses Verhalten, nämlich genau in den ersten drei Lebensjahren haben Kinder so diese Angewohnheit, nicht nur Sandkuchen, sondern auch Erdkuchen zu backen und dann auch zu essen. Und wenn Sie das jetzt unter dem Gesagten ein bisschen anders betrachten, dass dieser kleine Holobiont hier aus der Umwelt, in dem Boden sind Bakterien, Bakterien, Sporen, Keime und 99,9% der Kinder, wenn es sich gerade hier um also mit Kot verunreinigte Erde handelt oder sonst irgendwie chemisch belastete Erde, werden nicht krank dadurch. Ganz im Gegenteil, sie nehmen unheimliche Biodiversität auf und füttern ihr Mikrobiom. Ohne dass sie es wissen, ist einfach offensichtlich irgendwie instinktiv drinnen, ist zumindest eine Interpretation dieses Verhaltens. Hört dann auf, wenn das Mikrobiom seine Diversität hat. Unser gesundes Mikrobiom lebt von einer Nahrungsmitteldiversität. Und das ist sicher nicht diese Form der Landwirtschaft, die auch ihre Berechtigung hat. Ich trinke unheimlich gerne Bier und der Gerste wird genauso angebaut, ja. Das ist was Gutes, das ist vollkommen in Ordnung. Auch Brotbacken ist eine wunderbare Geschichte, wenn es Brot das ist, wie es früher war und nicht wie das jetzige. Aber ich gebe zu bedenken, ob das
immer nur so sein muss. Und große Betriebe können nur so wirtschaften. Kleinflächige Landwirtschaft kann so ausschauen. Neueinsteiger, Quereinsteiger, Leute, die weniger als einen Hektar teilweise haben, machen auf so einer Fläche mindestens 50 oder mehr verschiedene Gemüsesorten übers ganze Jahr hin bis über den Winter, erwirtschaften also wirklich Riesensummen auf die Fläche bezogen damit. Verschiedene Abnahmemodelle, es muss nicht alles so ausschauen, die Welt, also, aber das würde die Welt ernähren, weil es extrem resilient ist, lokal ist, wenn jede Gemeinde zum Beispiel sowas hätte. Für Großstädte schaut es natürlich anders aus. Und auch die reingesteckte Energie und die extrahierte Energie war früher 1830 etwa 5:1, später dann verbessert 9:1 und jetzt durch den fossilen Input, den wir da leisten, haben wir Energie reingesteckt und Energie rausbekommen in ein Verhältnis 1:1. Wir sind zwar extrem flächeneffizient, aber wir sind überhaupt nicht energieeffizient und es ist nicht nachhaltig, weil auch wahrscheinlich die petrochemischen Treibstoffe irgendwann zu Ende sind. Und ich komme jetzt zum Ende, das wäre eine Extremvariante davon, aber das ist Landwirtschaft nach dem Vorbild der Natur, basierend auf Boden- und Humusaufbau, basierend auf den Erkenntnissen, die uns die Biodiversitätsforschung gibt. Das sind hochresiliente Systeme, sie verbessern gleichzeitig den Boden und was diese Studie sagt, ohne dass ich Ihnen das jetzt da im Detail vorlesen möchte, diese kleinteilige, humusorientierte, bodenaufbauende Landwirtschaft versenkt Kohlenstoff aus der Luft im Boden. Diskussion ist derzeit, wie viel? Manche behaupten, alles, was wir produzieren, können wir im Boden wieder als Kohlenstoffsenke verbringen. Andere sagen, naja, werden nicht mehr als 10% sein. Die Frage ist, wie viel damit beginnen? Aber es ist besser, damit zu beginnen und es zu machen, als darüber zu diskutieren und nur 20 Jahre zu warten, ob die Studien irgendwann sagen, ob wir es können oder nicht, weil dann wird es zu spät sein. Das wäre so das Prinzip dahinter. Das geht sowohl im Kleinen als auch auf größeren Schlägen, diese regenerative, aufbauende Bodenlandwirtschaft, also bodenorientierte Landwirtschaft, die Erträge sichert, Spritzmittel praktisch überflüssig macht, in vielen Fällen, nicht immer, aber in vielen Fällen. Und hier wird durch tiefes Bodenwenden, Monokulturen, die anfällig sind für Krankheiten, hoher chemischer Input benötigt und CO2 aus dem Boden mobilisiert und abgegeben. Das hat auch die New York Times einmal in seiner Beilage dazu inspiriert zu fragen, kann denn dieser Dirt, in dem Fall hier sozusagen Animal Manure, der dann später dann zu Kompost und Humus verarbeitet wird, die Welt retten? Die Frage bleibt offen. Tatsache ist, dass viele Ökosystemdienstleistungen und Funktionen wir noch nicht verstanden haben. Wir haben erst 1% dieser Mikroben über ihre DNA entschlüsseln können. In den ganzen Böden, die jetzt auftauen, ist auch extrem viel Wechselwirkung von Bakterien drinnen, dass unlängst erst, es ist noch nicht so lange her, die Publikation, dass sich hier eine Gruppe von Wissenschaftlern dafür ausgesprochen hat, dass wir auch darüber nachdenken müssen, weil wir es nicht überblicken können, was wir denn da tun, indem wir die Umwelt so stark verändern, die dann in der Folge nicht vorhersagbare Reaktionen mit sich bringt. Hier im Speziellen, was den Klimawandel betrifft. Dann sage ich danke für Ihre Aufmerksamkeit, entschuldige mich, dass ich überzogen habe. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel. Es soll jetzt hier kein Plädoyer sein für Veganist oder vegetarisch, ja, wir essen alle jetzt viel Fleisch. Hier könnten Sie durchaus auch ein gutes Almrindfilet drauflegen, einen guten Fisch, auch Eier und Geflügel. Die Frage ist immer nur, wie es hergestellt wird, wer kriegt einen guten Erzeugerpreis dafür und wem gelten wir es ab, dass die Böden für die nächsten Generationen fruchtbar bleiben. Vielen Dank.